Ja, hallo und herzlich willkommen zum voraussichtlich letzten Part von Spyro 2 Getaway to Glimmer. Ja, ich bin gerade nach Herbstfeld zurückgereist und hatte vorgehabt, nochmal in Schlucks Haus zu gehen und da zwei Extrapunkte zu kassieren. Und und die restlichen Extrapunkte zu holen, weil ich glaube, es sind jetzt auch nicht mehr viele. Ich guck mal kurz, Winterton 3 Extrapunkte. So, wir haben Skilos an Öde, Horikos, Kolossus, lass mich mal sehen, Götzenlanden, Aquaria, ja, okay, ich glaube, es sind dann jetzt wirklich noch drei, also zumindest von denen, die mir bekannt sind. Ja, und zwar gilt einmal Schluck einmal perfekt zu schlagen, ohne Schaden, und einmal Ripto treffen in Schlucks Haus, also kriegt man da gleich zwei. Und eigentlich wollte ich euch noch einen kleinen Trick zeigen, irgendwie von, aufgrund, also ein kleines verstecktes Areal. So, ich hoffe, ich krieg das hin. Erst einmal Ripto treffen. Ja, yep, super, Ripto getroffen. Okay, jetzt will ich euch mal kurz, ja, es ist ja so, wir können ja irgendwie hier so höher springen, wenn Schluck landet. Und ich will euch deswegen hier mal den, also ich will mal den Trick nutzen und euch mal dieses Areal hier zeigen. Denn hier ist einfach mal gar nichts. Einfach mal komplette Sackgasse. Ja, und jetzt können wir Schluck von hier aus schlagen. Und von hier kommen die Geier her. Oh. So. Gut. Eigentlich ist das jetzt eine feige Art und Weise, Schluck zu schlagen. Also es ist nicht offen und ganz, nicht so ganz ehrlich, aber ja, weiß nicht. So kriegen wir es eben leichter, keine Ahnung. Jawohl, extra Punkte erhalten. Damit hätten wir schon in zwei Minuten schon mal zwei extra Punkte bekommen. Und reisen automatisch nach Wintertundra. Super. Und ja, der letzte extra Punkt, der mir denn einfallen würde, ist der gegen Ripto. Das ist wirklich der aller einzige, der mir noch bekannt ist. Ja. Guck mal, sieht das Tor zum Drachenufer nicht richtig toll aus? Oh, wundervoll. Ja, gut, ich glaube, wir zögern dann auch nicht so arg lange und kämpfen direkt gegen Ripto. Ich glaube, irgendwie habe ich so im Gefühl, dass das hier ein bisschen Unterlänge haben wird, der Part. Weil, wenn wir jetzt mit dem Superfeuer gegen Ripto kämpfen, dann ist es eigentlich voll Pillepalle. Es ist in zwei Minuten erledigt. Ripto. So, Ripto perfekt schlagen, wie gesagt. Ohne Schaden. Gut. Auf geht's. Jetzt bin ich mal gespannt. Wow. Oh, gut. Erste Runde ist überstanden und die zweite ist noch leichter, weil da niemand wegrennt. So. Hallo Schluck Nummer 2 oder Cyborg Schluck, keine Ahnung, was weiß ich. Ich habe gerade eben ein paar Abridged-Folgen von Dragon Ball Z reingezogen. Da war ich gerade bei der Cyborg-Saga. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen daran erinnert, aber ja, richtig cool. Aber ich denke mal, das hat keine Nummerierung, ne? Dieses Modell. C-Schluck oder was? So. Okay, die letzte Runde beginnt. Eigentlich können wir das überspringen, aber ja. Ne, komm. Dann haben wir es einfach nochmal gesehen. Wow, Mist. Das war jetzt ganz selten dämlich. Irgendwie habe ich nichts getroffen. Ah! Wow. Wo kam dieser Strahl denn jetzt her? Oh, jetzt aber Moment mal hier. Stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwie krieg ich das nicht gebacken. So. Endlich haut er ab. So, jetzt habe ich aber freie Flugbahn. Auf ihn zu. Jetzt ist es umso einfacher. Kann einfach mal straight auf ihn fliegen. Was? Ich habe ihn nicht getroffen. Was? Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz hier.
Sag mal, bin ich... Ey, ich glaube, ich bin aber ziemlich sicher, beim letzten Mal habe ich mich besser angestellt. Wieso treffe ich den denn nicht? Ah, na also. So. Sonst noch wo? Okay, die letzten beiden sind dann jetzt nicht mehr so schwer, weil sich da hinten so schön versteckt. Wow. So. Super! Extra Punkt erhalten! Puh, gut. And we did it again. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich werde hier jetzt nicht irgendwie jetzt nochmal die Credits groß anmachen oder das Ende zeigen, weil ihr kennt's ja schon. Naja, sorry. Könnt ihr zwei Parts zurückblättern, dann habt ihr's wieder, ne? So, die Credits kann man hier ausnahmsweise mal überspringen. Gut. Tja, ey, wir sind jetzt erst bei 6 Minuten. Ganz ehrlich, das ist total Unterlänge, weil ich glaube, ich habe jetzt nämlich alles im gesamten Spiel. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist den Epilog zeigen. Also Epilog ist ein kleines Extra, das man freischalten kann, wenn man eben genügend Extrapunkte sammelt. So, lass uns doch mal zumindest alle Extrapunkte durchgehen. Skelos ein Öde, alle Kakteen, ja. Horikos, alle Windmühlen, ja. Kolossus. Super Hockey-Spieler, ja. Also, das heißt, gewonnen, ohne dass der Gegner ein Tor gemacht hat, ja. Letzter Part, ihr wisst noch, Crush Kerker, Schluckshaus und Riptus Arena, perfekt, gut. Ozeanring, Metroring, Eisring, Canyonring. Unter 1:10 oder 1:15. Das war, glaube ich, beim Eisring total knapp, aber ja. Gut. Dann, nächste Seite. Götzenbach auf Götzenlanden. Aquaria, alles Seegras. Schluckshaus, Ripto-Treffen und Skelos ein öde Katzenmaus-Quartett. So. Mehr fallen mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht ein. Ich glaube, das sind so ziemlich alle, die es gibt. Und wenn man jetzt genug hat, dann kann man den Epilog freischalten und dann kann man quasi noch so erfahren, was im Nachhinein in Avala und etc. passiert. Auf geht's, Epilog. Nun kommen wir zum richtigen Happy Ending, Leute. Epilog. So, Schluck hat im Streichelzoo der Gesellschaft zum Schutz missbrauchter Monster eine neue Aufgabe gefunden. Einige der Erdwürmer sind der Tanztruppe der Faune in den Bruchhügeln beigetreten. Einer von Sparrows Freunden hat ein neues Spielzeug gefunden. Ah, Ripto lebt noch? What? Okay. So, Jägers Karriere als Tiefseetaucher fand ein schnelles Ende. Ja, glaube ich definitiv. Geldsack hat die Knochenbauer einmal zu oft angeschwindelt. Ja, der hat daraus immer noch nichts gelernt, dass wir ihm alles wieder abgeknüpft haben. Gibt's doch nicht. Naja, jedem sein Schicksal, ne? Agent 0 fand neue Rekruten. Das ist eigentlich richtig passend. Das sind nämlich wirklich... Hänsel und Gretel sind ja hier Geheimagenten und Agent 0 ja auch. Schön, dass man die beiden zusammengemixt hat. Ja, gut. Die Eisbauer haben es schließlich zum Hockey... warte mal, was? Die Eisbauer haben es schließlich zum großen Hockeyspiel nach Kolossus geschafft. Ja, schön. Der Koch hat schließlich doch noch seine heiße Kesselparty gefeiert. Aber ohne Schildkrötensuppe, hoffe ich. So, Spyro hat seine Chance bei Elora verpasst. Oh, schade. Vielleicht klappt's nächstes Mal. So, Crush hat sich der höheren Bildung verschrieben. 1+1, oh je. Das ist ziemlich schwer, ne? Spyro wurde vom schwarzen Schaf der Herde in die Enge getrieben. Und jetzt kommt's. Ende. So, liebe Leute. Hier werde ich dann das Let's Play Spyro 2 Getaway to Glimmer oder auch Riptus Rage dann beenden und abschließen. Und ich hoffe, das Let's Play hat euch genauso viel Freude gemacht wie mir. Einfach nochmal die alten Retro-Spiele durchzuspielen, ist einfach der Hit. Einfach wieder genial, phänomenal. Und ich hoffe, da sind einige meiner Meinung, ne? Okay. So, ich bin mir sicher, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder bei Spyro Year of the Dragon, dem dritten Teil. Ich muss es nur noch zum Laufen kriegen, hoffentlich geht das gut. Naja,
was soll passieren, ne? Gibt's bestimmt doch irgendwie irgendwas, wie man das deichseln kann mit dem Emulator. Da gibt's nämlich ein paar Probleme. Aber, na, das wird schon gehen. Okay, liebe Leute, hiermit genießen wir nun das Ende komplett und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Spyro Year of the Dragon und schließe Spyro 2 Getaway to Glimmer somit ab. Und bis zum nächsten Mal, euer TMWSDRAF und ciao.